Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Lost in Random. Im letzten Part haben wir uns einen Bosskampf mit Nanny Fortuna geliefert. Kurz darauf sind wir fast von der Königin geschnappt worden. Und wir haben in einem Traum gesehen, wie das Mädchen, das uns von der Spinnengondel geschmissen hat, Lucky, wie Odd dazu gezwungen wurde, eben diese Lucky selbst in den Tod zu schubsen. Ja, damit sie der Königin ihre Treue beweist. Oder so etwas in der Art, schätze ich mal. Naja, jedenfalls sind wir jetzt hier in den Ruinen von Vierstadt angekommen. Oder Vierburg, pardon. Und hier werden wir uns jetzt auch erst einmal zurechtfinden müssen. Wir haben übrigens auch Dicey verloren. Ich hoffe, wir finden ihn bald wieder. Okay, interessant, dass der gleich zwei Klappen hat, die er aufmachen kann. Eine für Erwachsene, eine für Kinder. Nice. Und wie jetzt? Kinder werden automatisch reingelassen oder was? Wo ist er? Wer hat gerade eben nachgeguckt? Hä? Okay. War Vierburg früher so ein krasses Vergnügungsviertel? Ich suche halt jetzt die ganze Zeit über den Typen, der mir gerade die Tür aufgemacht hat. War es einer von euch beiden, oder was? Ah. Hi. Ah. Wer will meine Radierungen sehen? Will jemand meine Radierungen sehen? Okay. Prove it! Ain't no laws in Vorburg, kid. But you're cheating! You're a cheater! No, I'm a teacher, and your first lesson, kid, don't trust anyone. Huh. Okay. Come on, come on, come on. Show me what you got, what you got! Hey, someone told me Foreman's found a real dice. Yeah, right. I'd like to see that. Disgusting! Right? Yeah! Imagine if it had like legs, teeth. Bellerwurf, auch ein schöner Name. Ist so, klingt wie so der Name der besten Mitarbeiterin des Monats in Las Vegas. Bellerwurf. Ladies and Gentlemen and everyone else, Vorburgers and Foreigners. I present to you for the first time on the casino main stage a real live dice. Dicey! Dicey! Okay. Ha. Huh. Wird Dicey jetzt hier als Attraktion gehandelt? Oh Mann, der arme Kleine. Ah, ja. Also das hier ist so ein im Prinzip, das ist so wie Las Vegas. Oh. This place was a lot. Maybe the giant fortress in the center of town was a good place to start. Ja, schon klar, da wollte ich ja sowieso hin. Also ohne Witz, wenn es Las Vegas in der Postapokalypse geben würde, dann würde es, glaube ich, ungefähr so ausschauen. Oder wenn alle Casinos. The foreman's got a real dice to roll. I'll believe that when I see it. Ain't nobody who's seen one since the no dice war. Ihr meint keinen bis auf den der Königin, ne? Eieiei. Die Schlange ist ja schon ordentlich. Moving a bit like crazy on tonight's show. Oh, sure thing! Foreman's got a real dice! Interessant, auch eine der Kriegswachen aus, Warum ist einer von denen hier? Er hat sogar noch den Dreierschild auf dem, ja, auf dem Bauch drauf. Warum ist einer aus Dreifelden hier? Wie ist er hierher gekommen? Hat er nach dem Krieg nichts mehr zu tun gehabt und ist hierhin abgehauen? Meine Güte, muss ja ziemlich leicht sein, hier in die Stadt reinzukommen. Zugegeben, Even musste ja nicht einmal einen Würfel, werfen. Sie musste ja Dicey nicht mal benutzen, um den Weg zur nächsten Stadt zu ebnen. Zugegeben, sie.
You got me there, bud. Edgy Rippe? Okay. Aha. Edgy, so von wegen Edgelord. Deswegen, hä? Ihr tuschelt nix? Na gut. Eieieiei. Ich könnte mir so auch Las Vegas vorstellen, wenn die, wenn alle Casinos darauf verzichten würden, Dächer zu haben. Und ein bisschen chaotischer alles aufbauen würden. Viel chaotischer. Ja, ich glaube, Las Vegas in der Postapokalypse trifft es schon besser. Meine Güte, ist das ein Trubel da drin. What manner of destruction will it unleash upon these fighting grounds? What rules and norms will it tear asunder as its true power is finally unleashed? There's only one way to find out. When I roll them bones! Why isn't it doing anything? Come on, give it a kick! Worthless! Dicey! I'm not leaving here without you, Dicey. Leave him alone. This dice is under my protection. And a fine job you've been doing of it too. But I am always up for a gamble. Okay. Bist du zufällig mit jemandem namens Nanny Fortuna verwandt oder wie oder was? Ihr gleicht euch ja wie ein Ei dem anderen. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Naja. Challenger has entered the arena. Though perhaps I used the word challenger too easily. For this child looks more like a clown. Ladies and gentlemen, the deathmatch is about to begin. Ja, ja, laber du nur. Ich werde deinem Publikum eine Wahnsinnsshow bieten. Und für die Leute, die auf dem Schrottplatz arbeiten, erstmal ein paar Überstunden bereitstellen. So viel steht fest. Okay. Erstmal schön dahin. Und dann hole ich mir auch die Viererlanze. Let's go. Und das behalte ich mal. Für den Fall der Fälle, dass ich mich noch irgendwie verletze. Was ja jetzt schon passiert ist. You win, you get the dice, but when you lose, I get the gold. Oh, 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 oh. That's life in former kid. Alter. Der ballert noch seine eigenen Teamkameraden nieder. Holt dir, holt dir. Ach du Drecksack. So, erstmal in aller Ruhe jetzt. Eine 2. Nicht so schön, aber gut. Ich habe ja das hier. Und dann kann ich wenigstens ein bisschen weiter kämpfen. Ah, Mist. Ja, das ist durchaus eine gute Frage. Berechtigte Frage, even. Okay. Ja, frage ich mich auch. Und ich habe diese Karte immer noch nicht ausgetauscht. Verdammte Axt nochmal. So, alles reduzieren. Noch eine Karte. Nice. Viererlanze. Dreierbomben-Pack. Moment. So. Viel Spaß! Hohoho! Nice! Ein flammendes Inferno!
Was laberst du? Ich habe gerade viele deiner Roboter auf einmal besiegt. Und du tust so, als ob ich hier Schwierigkeiten hätte. Kollege. Lieber erstmal wieder heilen. So. It appears that this wasn't even a dice after all. What we have here is just a broken old jack-in-the-box. He's mine! Give him back! You want this garbage back? Yes, and he's not garbage! Well, go get it! I should have never put you in danger. We don't belong here, and I just want to go home. Did someone say, smuggle me home? Because you, little lady, are in the presence of Ludo Betts, the greatest person smuggler in all of Random. You trust me, right? Okay, Ludo Bluff? Aha, Personenschmuggler. Kurze Frage. Hast du zufällig Stammkunden, die Moneydex heißen? Und vielleicht auch ein gewisser Seedmare, denn den bräuchte ich jetzt gerade, um Dicey zu reparieren und ihm auch ein paar Punkte einzufügen. Im Übrigen fand ich das während der Cutscene total knuffig, wie die Punkte even hinterhergelaufen sind. Voll süß. Keine Ahnung, wenn er gewisse Leute, die ich kenne, bereits zu Genüge herumgeschmuggelt hat, dann... Und wenn das die Erklärung ist, warum manche Leute, warum ich manche Leute in einer Stadt sehe und dann sind sie in einer anderen? Wenn er der Grund dafür ist, dann spricht das allein schon für den Qualität seiner Dienste, für die Qualität seiner Dienste. So. Bist du nicht ein bisschen jung für einen Schmuggler? Ich würde sagen, das Alter spielt hier keine Rolle, nur die Erfahrung. Nun ja, ja. I could ask you the same thing. Let's just say I'm old enough to be great at it and young enough that nobody suspects me. You see, I've got my bag. Top of the line, nothing so fine, purely benign. Schön gereimt. Nicht übel. was ist daran so besonders? Ich will nach Hause zurück nach Einsfelden. Ja, was ist an dem Beutel so besonders? Hinterfragt es keiner, wenn du diesen Beutel mit dir rumschleppst oder wie oder was? Denkt sich dann jeder, ach, der wieder mit seinem Beutel, ach, was, ganz normal, nix Ungewöhnliches hier. It's bigger on the inside. Me and my brother can fit anyone inside. I can. My brother, Bruno, I lost him to the High Roller, who I'm betting you know. We gambled, we lost, and now he owns him. And you, well, you've got yourself a real dice, which means you have a real chance to free Bruno. Do that, and I'll be real motivated to do you a favor in turn. Du bist eindeutig zwielichtig. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Dicey und ich sind gegen ihn angetreten und haben verloren. Kannst du Dicey und mich nicht einfach so mitnehmen? Darauf wird er sich nicht einlassen. Keine Ahnung. Ja, der erste Kampf gegen ihn ist nicht wirklich gut verlaufen. Und dabei haben wir schon Nanny Fortuna gegen die Wand geklatscht. Und dann verlieren wir gegen so einen Scharlatan. Hoppala, jetzt bin ich gegen mein Mikrofon gekommen. Entschuldigung. Dann verlieren wir gegen so einen Kerl, ey. Gegen so einen, keine Ahnung, so einen Möchtegern-Showman. Because you don't have enough pips. Any fool can see that.
Look, the High Roller seems all high and mighty, but he's got a weakness. It's in his name. Roll a higher number than his and he'll lose everything. You just gotta fix your dice up. Okay, ich will einfach nur nach Hause. Er hat mich und da ist sie schon mal geschlagen. Die Frage ist eher, wie soll ich meinen Würfel reparieren, sofern du nicht zufällig den guten Siedmer da in deinem Beutel gerade drinne hast? Ne? Und schon wieder ein Gegenstand in dieser Welt, der innen größer ist, als es außen den Anschein hat. Genauso wie die Spinnengondel, also ey. Doctor Who all over again. And you're gonna let that stand? Take revenge, show him who's boss, solve both our problems in one fell swoop, fix your dice and beat the High Roller. Then you'll save Bruno and I swear on my eyes that I'll let you inside my bag and me and my brother will take you anywhere you want. Anywhere. Interessant. Even had no idea where she could find more dots for her dice, so she fell back to exploring. It had gotten her this far at least, which, if we're being precise, is to a point where she no longer wanted to explore. Look, life's complicated sometimes. Okay. Na schön. Also dann. Ja. Ich würde sagen, klar, er hat uns gesehen, hat seine Gelegenheit gesehen, seinen Bruder zu befreien, indem er sich mit uns verbündet. Das kann ich ihm auf keinen Fall verübeln. Alles klar. Tja. Aber mit anderen Worten, die Punkte, die wir jetzt schon da haben, reichen nicht aus. Um Dicey zu reparieren, dass wir in der Lage sind, keine Ahnung, zum Beispiel Vieren, vielleicht sogar jetzt Fünfen zu würfeln. Wer weiß. Hey, you wanna hear the saddest story in the world? Sicher, das würde mich aufheitern. Lass mich in Ruhe, Kinder. Davon habe ich schon genug. Nee, ersteres. Okay, so, there's this baby. No, you're telling it wrong. It's not just a baby. It's a duck baby. A duck baby! And the duck baby gets stuck in a hole and gets turned into a spider! And then he dies! Okay, das ist sehr traurig, danke. Das war alles? Ducks eat spiders. So now he's gonna be duck dinner. That's why he's sad. Enten fressen keine Spinnen? Warte, fressen Enten Spinnen? Okay, well, he doesn't know if ducks do or not, so that makes him even sadder still. Yeah, my brother told me this story, and he cried. Then my friend told the story, and I cried. Now we're telling you the story, and you're gonna cry. Ich weine später, okay? Boo-hoo-hoo? ja, ich weine später, okay? Ist auch ein guter Satz. Okay, you better. Or the zombie duck will come for you. Okay, schmeiß nur mal eine Zombie-Ente rein. Warum nicht? Oh Mann, ey. Verlorene Seelengasse. Na, das ist ja ein beruhigender Name. Hier kann ja nichts Schlimmes passieren, ne? Wait. Da. Ach, come on. Gut. Und da nochmal rein, bitte, Dicey. So. Hallöchen. Ihr habt einen Nebenauftrag für mich? Hey, so, Beike. Beike. There, there. All hope ain't lost. Leute, retain that. Best leader. Best did I. Fine door. Shh. Someone's here. Lass dich nicht stören, ich will nur nach Hause. Was wollt ihr? Good. You can do that after you help us. Boy, bye, fair. Oi, sei. Oi, sei, de. Feind, was? Unsere Freundin. Sie, ich kann es nicht aussprechen. Speculating. Ey, wo ich kann.
Sie hat einfach aufgehört. Komplett, hat sie gesagt. Never again, she says. Jetzt hat sie also Zeit, nicht mehr zu spekulieren? Ihr beide spekuliert wohl gerne. Na. Wagering on what the future holds. Wagering on gains, on life, on everything. Little boy, eh? Stay for paper. Not too little. Genau richtig. Same as everyone else. Hey, du kannst mit mir sprechen. Mit dir sprechen. That's right. You're an innocent kid. She'll listen to you. Und wir bezahlen dich. With a card. Einer Karte, die du benutzen kannst. For speculation. Ich glaube nicht, dass sie auf eine Fremde mehr hören wird als auf ihre Freunde. Ich kann nichts versprechen. Ja. Das ist ein Ja. Du findest sie in der Vierheiligenstraße. Trying to make an honest living. Traurig. Okay. Und? Ich habe noch nicht mit eurer Freundin gesprochen. Sag Bescheid, wenn du es getan hast. We're all rooting for you. Okay, danke. Nun, doch, ist richtig, oder? Genau. Keine Viertelplatz. Okay. Ich versuche erst einmal alles hier oben zu erkunden. Hallo? Okay. Nice. Oh, hier geht's runter. Perfekt. Manny. Langsam könnte ich deine Dienste in Anspruch nehmen. Hi. Vigilante for hire. Freelance police for hire. Raconteur for hire. Freelance Vigilante Raconteur for hire. Okay. Heard any good ghost stories lately? Vielleicht. Ich guck mich erstmal noch weiter um. Keine Viertel. You can't just stand here. Don't you know there's a war going on? Krieg? The war for Forbird. The Queen's tearing it to pieces. Oh, okay. Du bist einer der Kriegsveteranen, die den Krieg nie verlassen haben, eh? Ich habe gehört, das war vor langer Zeit. Der Krieg ist vorbei. Dieser Krieg ist vorbei, Mister. Wachen Sie auf. Sie haben verloren. Wie alle anderen hier. Alter Vater. Entweder versuchen zur Besinnung zu bringen oder harte Fakten, That's rich. If it's really over, then tell me this. How come you have a dice? Oh, jetzt hat mich. A dice that lies about the war, I might add. Okay, kannst du mir etwas über den Krieg erzählen? Ich kann dir nicht helfen, tut mir leid. Ja, erzähl mal. Ah, I bet you'd like to know. World's full of spies. And I'm not gonna tell them anything, you hear? I ain't gonna tell them about me or about how the Queen showed up one day and tore Forbird to shreds looking for some... You almost tricked me. But I'm too clever for you hear? Too clever by half. Because I've seen what happened when you're not clever. Happened to my friend Pooza. She got in the way of the Queen's search. She didn't do anything but be in the wrong place at the wrong time, and that's it. Dunzo. Still hear her wails at night sometime. Okay. Alter Vater.
Und ja, genau, du bist ganz schön clever. Du musst richtig aufpassen, dass dir die Intelligenz nicht aus dem Gesicht springt, Kollege. Sie ist schrecklich, aber sie müssen sie gehen lassen. Hear her in the night, I do. Wailing, not in pain, but confusion. Like she doesn't know she's dead, but can't figure out why she's not living anymore. Only ever heard her say words once. Caught a glimpse of herself in the water. I don't deserve to be hated, she whispered, clear as day. Then she went back to wailing. Tut mir leid, das ist schrecklich. Ich werde auch von einem Geist verfolgt. Ja. That's war, kid. Now run along, before you catch a bullet. Alles klar. Back again, huh? Jo. Bin nie gegangen. Okay. Hä? Muss ich hier noch was abschießen? Ich habe eindeutig etwas ausgelöst. Oh. In seconds before I was going to rip him off first. Okay, hast du noch was zu sagen? Nö. Da ist noch ein Schalter. Okay, Moment. Ah, aha, aha, okay. Da ist ein dritter Schalter. Hey, was geht? All bets are off when you've got a new card from old Manny Dex, Esquire. Nice. Here, mate, let's trade cards. Sometimes I feel like it's my sole purpose in life. So. Sind es nur die drei? Ich weiß ja gar nicht, wie viele Schalter es insgesamt gibt. Na gut, Versuch macht Klug. Oi, oi, looking to get an invincibility potion, are you? Well, you've come to the wrong place. I've got cards, though. Look, Fortown may have its problems, but it's better than where I came from. Well, I came from one town village with my family. Make yourself comfortable, kid. Make yourself at home. So ein Mist. Ach komm. Okay. Bin jetzt ehrlich gesagt etwas verwirrt, was diese Schalter angeht. Hallo? Das gibt's nicht. Junge! Ey! Und jetzt 2, 3. Look, Fortown may have its problems, but it's better than where I came from. It is better, right? Mal schauen. Oh! Okay! Und ich bekomme die Silbertrophäe Katapultschleuder. Nice! Die nächste Märchenbuchseite. Sehr schön. Okay, na dann, wie immer. Stimmenaudio wird runtergeregelt. Okay, anwenden, ja. So. Okay.
Eine neue Königin bestieg den Thron und ging sofort gegen die Spiele vor. Mit vor Zorn bebender Stimme ordnete sie die Zerstörung aller Würfel an. Mit ihrem dunklen, sechsseitigen Gefährten, dem einen wahren Würfel, attackierte sie jeden Untertan, der töricht genug war, zu protestieren. Und so entbrannte der Keine-Würfel-Krieg. Okay, nope. So. Wieder zurück auf 80. Perfekt. So. Und jetzt noch einmal bitte. A new queen rose to power and, knowing what the games had become, took action. In a voice tinged with rage, she decreed that all dice be forever destroyed. Using the power of her dark, six-sided companion, called the One True Dice, she attacked any of her citizens foolish enough to protest. And thus began the No Dice War. Mhm. Okay. So, hi, was hast du? You ever seen a ghost, kid? Ja, man könnte sagen, ich bin eine Expertin. Vielleicht? Nö. Doch, erstes. Perfect, perfect. I collect ghost stories, you know. Kind of the premier ghost story collector around here. Kind of the only one, too. So, tell me the story of this ghost. Stefan Schaurig, ey. Die haben alle so geile Namen, wirklich. Meine Schwester, ich glaube, ich habe sie gesehen oder ihren Geist. Aber sie lebt. Eine seltsame Gestalt. Sie hat mich auf eine Reise geführt, aber ich habe sie länger nicht gesehen. Okay, und was? Chilling! Oh, what happened to the ghost? Why did it disappear? Who was it? Who am I? What are we all even doing here? I love it. Boy, listen. You come across any other spooky stories, you let me know. Oh, if I had 3 new stories, oh, I'd have enough material for a new ghost tour. Ancient spirits that come out of your head to fight in battles? Right. Not bad, little fella, but come on! I want real ghost stories, not fantasies. Oh, I can pay, too. I'll pay a child for ghost stories. Don't even act like I won't. Okay, interessantes Geschäftsmodell. Sehr interessant. Keine Viertelplatz. Ah ja. Erzähle die Geschichte vom Krieg. Stimmt. Damit hätte ich ja schon mal eine Geistergeschichte. Sozusagen. Nee, da oben habe ich doch alles, oder? Denke ich. Das heißt, was könnte es sonst noch geben? Komm, wir haben Manidex jetzt lange nicht mehr besucht. Wird Zeit, dass er seine Lieblingskundin nochmal trifft. Oi, oi. Welcome to Forburg. You gotta go where the business is, and I figure that old Foreman will buy from me someday. Okay, hey Manny, scheint so. Ich will nicht plaudern, handeln wir einfach. Ja, scheint so. Hey mate, why so glum? We found each other and now we can talk and trade cards. Life doesn't get any better than this, you know. Ja, glaube ich dir. Du freust dir ja so richtig einen ab. Karten interessieren mich gerade nicht so. Ich will nur, dass mein Leben nicht noch schlimmer wird. Ja. Whoa. Now listen, mate. I know things get bleak sometimes. Truth is, this was my hometown once. Born and raised here. I left way back, before the town got ruined by you know who. And it's weird to be back. Nothing ever stays the same. You turn your back for one moment and, well, you can look around to see what happens. But things get better, right? They have to. Otherwise, they just stay like this, mate. And I don't know how to handle that. Oh, anyway. Enough about me feeling sad. You know what I'd rather feel? Entspannung, Glück, Ruhe, Beruhigung, Wut, Aufregung. Einfach nur das Gefühl, weitere Karten verkauft zu haben. Darauf hätte ich jetzt getippt. Glück. I'd rather feel cards in my hands as we trade them, eh? War doch klar.
Karten in deinen Händen beim Handeln? Haha, you took the words right out of me, Cabinet. Okay. Ich bekomme gerade die Silbertrophäe Kartensammlung. Echt jetzt? Außer Betrieb, alle Karten wurden gekauft. Du hast mich zu einem sehr reichen Schrank gemacht. Echt jetzt? Ha. Macht mich ehrlich gesagt ein bisschen traurig, aber okay. Das heißt, ich brauche jetzt im Prinzip gar nicht mehr die Töpfe zerstören oder was? Ich glaube, ich werde das trotzdem machen, Leute. Sage ich euch ganz ehrlich. Selbst wenn mir die Münzen nichts mehr bringen, ich werde wahrscheinlich trotzdem regelmäßig die Töpfe zerstören. Einfach nur, weil ich es kann. Aber schon ein bisschen schade. People disappear in there. They mess with powers they shouldn't. Okay. Hi. Boss only accepts challengers into his arena who roll high like he can. And between you and me, I don't think we're gonna see another four roller in our lifetime. Ich kann das. Ich kann hochwürfeln. Ich bin die beste Würfelerin weit und breit. Geh zur Seite, Schwachkopf. Show me your dice. What is this? This isn't a four. That's a guaranteed loss, kid. Oh, now get out of here. It's for your own good. Uh-huh. Schon klar. Wahrsagerzelte. Okay. Oder vier statt Spießrutenlauf. Auch gut. Alles klar. Wart mal. Sehe ich da meinen Lieblings-dreieugigen Kollegen? I won again? Talk about beginner's luck. Seymour, what are you doing here? Hey, even! Sorry, guys, I gotta bounce. My friend, it's good to see you. Made it to Forberg, huh? Hey, how goes the brave quest? I'm heading home, Seymour. But I don't see your sister with you. She's, I don't know what I'm doing anymore, Seymour. I'm starting to think I don't even know who Odd is. Maybe I never did. Maybe it was a mistake to look up to her, to anyone. We all disappoint other people, don't we? And here I am disappointing you. All right, so you want to go home. Let's start there. You certain about this? Oh, jetzt sieht man sie ein bisschen aufmontern. Ist das nicht süß? Er ist so ein guter Kumpel. Er ist mehr als einfach nur ein Würfelreparateur. Er ist ein richtiger Freund, jetzt schon. Ich sehe schon, was er vorhat. Ah. Er will nicht, dass Even aufgibt. Eindeutig nicht. Krass, dass ich ihn jetzt hier wieder begegne, aber hätte ich mir eigentlich denken können. Schließlich braucht Dicey ja jetzt eine ordentliche Reparatur, eine Generalüberholung und vor allen Dingen weitere Punkte. Ach ja, eieieiei. Ja, zugegeben, ne, bei diesem einen Traum, den sie von Odd gehabt hat, wie sie Lucky in den Tod schubst. Klar, das hat sie ziemlich erschüttert und ja, als sie dann auch noch gesehen hat, wie sehr Dicey verletzt wurde, da hat sie gar keine Lust mehr gehabt, weiterzumachen. Kann ich schon irgendwie verstehen. Ja, nein, ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher. Ja. That just tells you you're alive. Life's a roll of the dice, right? It's okay to want to go home. It's okay to feel lost or be lost and to just take things one step at a time. Do you know your way back? Nein, kannst du mich bringen? Nein, aber Ludo Bluff hat gesagt, er kann mich zurückschmuggeln. Ja. Vielleicht kennt er ja Ludo Bluff und kann uns mehr über ihn verraten. I will say this. For a woman who seems so disheartened and pessimistic, you've certainly had a lot of success meeting people and securing passage. Wären die Städte nicht fortlaufend nummeriert, wäre ich komplett verloren. Thank the dice makers for their foresight for that, then. I'd bring you myself, if I could. I'm, kinda lost myself. Da ist dieser Kerl, der sagt, er könnte mich schmuggeln. Kennst du Ludo Bluff? Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn doch eben noch erwähnt und jetzt erst wird er noch ein... Also jetzt...
Wäre komisch, wenn er jetzt auf den Namen reagiert, wo ich ihn eigentlich schon genannt habe. Das verwirrt mich jetzt nur gerade. One of the Bag Brothers? Yeah, I've met him. Mighty sure of himself, that guy. A little too sure, if you ask me. I heard he gambled away his brother, Bruto. Poor kid. Poor kids. Let me guess. You need to get his brother back from the High Roller. Yeah? And the High Roller only ever rolls fours. So if you could roll a five. Kannst du mir helfen? Kannst du ihn bitte reparieren? Ja, bitte. Of course. Pass the little guy over. So we just add in the dots he had in Two Town. And now the extra dots you found back in Threedom. And... Woher weißt du, woher ich die Punkte habe? Belohnung, Dicey repariert. Sieht mal, Dicey nicht nur repariert, damit er eine 3 würfeln kann, sondern ihn gleich zur 4 aufgewertet. Was für ein Freund. Nice. Okay, schon mal einen Schritt weiter. Jetzt müssen wir es nur noch auf die 5 schaffen, sprich, weitere Punkte finden. Hier irgendwo in der Stadt wird es bestimmt welche geben. Tada! Meet your new improved, more repaired Dicey. Now you can roll up to... Four, which is still not enough to beat the High Roller. Sorry, even. Well, I know where you could find some more dots, but... forget I said anything. Wo? Jetzt musst du es mir sagen. Ja, ja, wirklich. It's dangerous. War es bisher auch die ganze Zeit, also hat sich nichts geändert. Bitte, ich bin gefährlich, ist auch eine geile Antwort. Ach komm, ich muss das jetzt nehmen, sorry. Whoa, is that a threat? I mean, it probably gets you results, but still rude. I mean, there's no guarantee of success. Entschuldigung, sieht mal, war nicht an dich gerichtet, ich konnte nicht widerstehen. Sieht mehr? Keine Garantien, esse ich zum Frühstück. You eat an absence of things for breakfast? Weird. Anyway, fine, fine. Just don't tell her I'm the one who sent you. Even, go to the soothsayer tents and ask about Uma. Very discreetly. It's not a name you'd throw around just anywhere. And good luck. I'm rooting for you. Don't get eaten. Okay. Und ich bekomme die Bronzetrophäe, eine verwürfelte Situation. Was war der letzte Satz nochmal? Könntest du das bitte wiederholen? Ich soll mich nicht fressen lassen? Was? Gibt es etwas über das Wahrsagerviertel, das ich wissen sollte? Ja, er war ein bisschen shifty. Aber es ist nicht so, dass wir viele Optionen haben, Dicey. Schau, du hast eine bessere Idee. I'm sorry, Dicey. This town is having an effect on me. Look, let's do what we can. Jo, würde ich auch sagen. Okay, das Spiel hat jetzt mit Sicherheit gespeichert, oder? Hätte ich jetzt vermutet. Keine Ahnung, kann ich jetzt noch so ein bisschen durch die Stadt laufen und dadurch... Vielleicht, wenn ich mit ihm nochmal rede? Ja, okay, dadurch wird auch nochmal gespeichert. Immerhin kann ich Many Decks jetzt nochmal sozusagen als Speicherpunkt nutzen, wenn ich schon leider keine weiteren Karten von ihm kaufen kann. Oh Mann, wie gesagt, ist schon ein bisschen traurig, aber irgendwie habe ich mir schon gedacht, dass er keine weiteren Karten mehr bekommen wird, weil ich schon gar keine Belohnung mehr, also ich habe ja überhaupt gar keine Belohnungen mehr dafür bekommen, dass ich die ganze Zeit bei ihm diese gelbe Leiste voll gemacht habe. Da kam ja gar nichts mehr, keine weiteren goldenen Nadeln, keine Bonuskarten, nix. Schade, aber ja, da habe ich schon so ein bisschen befürchtet, dass wir langsam aber sicher am Schluss seines Kartensortiments angekommen sind. Na gut, irgendwann muss das, glaube ich, wohl zu Ende gehen, schätze ich. Okay, dann würde ich allerdings an dieser Stelle für heute erstmal Schluss machen und dann werden wir im nächsten Part auf jeden Fall versuchen, weitere Punkte für Dicey zu bekommen und uns nicht fressen zu lassen, was auch immer. Naja, okay, wir wissen schon, was das bedeutet. Die Frage ist nur, was könnte uns fressen? Oder wie viele
Wie viele Personen oder wie viele Kreaturen könnten uns fressen? Keine Ahnung. Wie auch immer, werden wir wahrscheinlich im Laufe des nächsten Parts rausfinden. Vielleicht auch nicht. Kann ja sein, dass es hier mehr als genug Nebenaktivitäten zu tun gibt, sodass ich dann doch erst einmal von der Hauptquest ablasse. Sei es wie es sei. Wir werden auf jeden Fall Vierstadt weiterhin erkunden. Nicht Vierstadt. Vierburg. So. Und dann, ja, sehen wir weiter. So oder so würde ich für heute erst einmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.